Wir sind hier auf der A29 auf der Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven. Hier ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW gekommen. Wir sind hier im Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Sande und der Anschlussstelle Zetel. Ein 40-Tonner ist auf einen Sicherungs-LKW der Autobahnmeisterei Oldenburg aus der Außenstelle Farel aufgefahren. Infolgedessen gab es zwei verletzte Personen. Einer davon ist mit einem Rettungshubschrauber in ein anliegendes Krankenhaus gekommen. Beide LKW stehen entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Der Sattelzug ist auf die linke Seite umgekippt und nun laufen noch mehrere Stunden die Bergungsmaßnahmen. Die Autobahn wurde dazu voll gesperrt und eine Ableitung durch die Autobahnmeisterei Farel an der Anschlussstelle Zetel eingerichtet. Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, so wie ich gesehen habe, die Freiwillige Feuerwehr Zetel mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Kameraden.